Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty und dem Barfuchs im Mittelalter. Ihr seht schon, ich stehe hier und mache gerade Dünger von dem Dung, den wir das letzte Mal geholt hatten. Das Tierfutter habe ich bereits reingemacht. Das ist eine ordentliche Portion, mehr als 50%. Das heißt, es reicht ein bisschen aus. Hoffe ich zumindest mal. So, ich habe auch noch nicht geguckt, ob wir eventuell schon selbst Dung haben von den Hühnchen. Aber ich denke mal, selbst wenn, wird das nicht sehr viel sein. Und unsere beiden Landarbeiter stehen hier und warten darauf, dass der Dünger endlich kommt. Und gleich ist es soweit. Gleich können wir sie an die Arbeit schicken. So, genau. Ups, wo sind sie hin? Eben standen sie doch noch hier. Ist sie wohl langweilig geworden. Also dreimal Dung, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal, also... Es müssen auf jeden Fall zweimal dazugekommen sein. Denn sonst hätten wir ja den Dung komplett verbraucht gehabt. Weil man braucht man ja immer, um einmal Dünger herzustellen. So, packen wir den mal komplett rüber. Wunderbar. Jetzt habe ich übrigens auch letztens mitbekommen, warum ich eigentlich mehr hölzerne Schalen unten im Lager habe. Ganz klar, ich habe ja für unsere Dorfbewohner auch Essen gekocht. Und das haben sie natürlich genossen. Die Lieben haben sich also richtig die Bäuche vollgeschlagen. Und entsprechend sind natürlich Holzschalen unten drin. So, jetzt gucken wir mal zu unseren Hühnchen. Na, guck mal, da sitzen sie schon wieder beide. Das ist auch kalt heute, ne? So, hier seht ihr das, 53% sind im Trog drin. Das haben sie sehr schön gemacht, muss ich sagen. Wenn man dann alleine ist und es noch nicht jemanden oder es noch keinen gibt, der sich um die Tiere kümmert, hat man eine sehr gute Übersicht, wenn man eben in die Stelle reingeht und mal guckt. Macht ja auch Spaß, sag mal so, dass man mal den Überblick kriegt über seine Tierchen. Und die vor allen Dingen auch mal ein bisschen sieht. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Mich interessiert nämlich natürlich, ob es denn schon Eier gibt. Aber es gibt noch keine Eier. Es sei denn, die landen woanders. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre zumindest komisch. Denn so ein Ei ist ja meines Erachtens nach ein Lebensmittel. Ich könnte noch in der Scheune gucken. Aber da ist auch nichts. Also nö. Entweder ist es zu kalt. Es kann natürlich sein, dass sie im Winter weniger Eier machen. Legen. Machen. Ist auch gut. Weniger Eier machen. Aber das kann uns auch egal sein. Wichtig ist erstmal, dass sie da sind. Und dass sie gut gefüttert sind und sich wohlfühlen. Und das scheint ja an dem zu sein. Wobei ich noch gar nicht ins Management gesehen hatte. Hier sieht soweit alles ganz gut aus. Ich mag das ja, wenn es dann auch so grün langsam wird. Ach, das ist schön. Wir haben immer noch drei Kinder. Das ist super. Wie sieht es mit den Tierchen aus? Alter 0,75. Okay, gibt's da, ach, da gibt es Details zu. Zum Hühnchen. Durchschnittliche Lebensdauer 6,25. Na, da wollen wir hoffen, dass wir ein paar Küken legen. Ein paar Küken legen ist auch gut. Dass wir ein paar Küken bekommen, bevor sie uns über die Klinge hopsen. Wobei, mich würde auch mal interessieren, wir haben einen Hahn gerade geguckt, der hat 6, noch was. Und wie viel hat sie? Auch genauso viel. Okay, hätte ja sein können, dass die Hennen etwas weniger Lebensdauer haben oder die Hähne vielleicht. Weil die sind ja dann relativ beschäftigt. Aber er hat jetzt ja bloß eine Henne da, also ist die Beschäftigung, hält sich in Grenzen, würde ich mal meinen. So, Hasenfalle ist wieder aufgestellt, repariert ist alles. Wir haben für den letzten Wintertag den entsprechenden Dünger vorhanden. Dann wird es jetzt nachher Zeit, die nächsten Bauarbeiten in Angriff zu nehmen. Mit anderen Worten, wir brauchen das Ressourcenlager 2, ganz klar. Wir brauchen eine Fischerhütte endlich mal. Wäre schade, wenn wir die nicht mal langsam kriegen würden. Dann könnten wir mal das Steinlagerfeuer lernen, fällt mir gerade ein, weil das bringt natürlich was, wenn das Feuer nicht so schnell kaputt geht. Rezepte an sich müssten wir mal lernen. So, den Schweinestall, den Gänsestall natürlich, wäre alles toll. Hier bin ich mir nicht so sicher, ob ich die Sachen wirklich alle skillen möchte. Das wird sich ergeben aus dem, was ich selbst herstelle. Dasselbe gilt für die Näherei, wobei ich da natürlich schon ganz gerne dann auch solche Sachen wie die Pelzschuhe und dergleichen, damit man normal Pelze und Leder auch vernünftig verbrauchen kann und dafür auch ein bisschen was einnimmt. So, Rezepte. Die sollten wir auf jeden Fall alle lernen. Es muss jetzt nicht gleich alles sein. Kohlsuppe könnten wir zum Beispiel mal lernen. Und dann haben wir natürlich Fleisch mit Soße, mit den Zwiebeln schön.
Das ist zwar gebratenes Fleisch, aber das ist dann auch egal. Und wir haben noch die normale Suppe mit der roten Beete. Rührei machen wir noch nicht, haben wir noch keine Eier. Müssen ja kein Geld ausgeben, das nicht nötig ist. So, den hätten wir hier die normale Fackel, also die ausgebaute Fackel halt, mit zwei Stöcken und zweimal Leder, sollten wir auch lernen. So, und in der Schmiede die Sachen, die Bronze, Hammer, Bronze, Axt und so, das lerne ich immer dann, wenn es nötig ist. Vorher bringt das nicht viel. Wann geht's denn hier eigentlich? Ach du Herr Jemini, da kommt ja noch so viel auf uns zu. Und wir kommen auch ganz gut voran hier durch das Abbauen vom Kupfer bzw. das Einschmelzen vom Kupfer. Das scheint sich gelohnt zu haben. So, hier kommt dann erstmal Lebensmittellager 2, Scheune 2 und dann kommt erst der Stall für die Pferde und der Ferch kommt danach dann irgendwann. Bienenstock, Lebensmittellager 3 und Scheune 3. Da ist auch noch eine ganze Menge, was wir haben. Jagdhütte 2 wäre natürlich schön, brauchen wir aber nicht unbedingt. Wobei der Recurve-Bogen natürlich toll wäre, wenn wir den selber herstellen könnten. Aber mir persönlich wäre natürlich die Mine ganz wichtig, damit wir hier mal die Laterne lernen. So, aber Bautechnik. Bautechnik. Könnten wir da eigentlich irgendwo sehen? Entwickeltechnik in dem Gewinnaktivitäten einsetzt und Strukturen baut. Entweder neue Schemata und lernt, was? Ach, entdeckt neue Schemata und lernt fortschrittliche Gebäude und Lagerstätten zu errichten. Also Gewinnungsaktivitäten, also ganz klar Holz abbauen und eben auch im Bergbau arbeiten und so. Bringt da Punkte. Und zwar nicht wenig. Und 5000 ist eine schöne Holznummer. Schöne Hausnummer, meine ich. Das heißt, wir brauchen sowieso Gebäude, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Wobei mir gerade einfällt, wir hatten doch eigentlich, genau, das hatten wir erledigt. Also das davor hatten wir erledigt, so. Und jetzt fehlt halt die Frau. So, und wir müssten auch mal sehen, wann können wir dann das Haus 3 einfach eigentlich bauen. Holzschuppen, Mine. Ach du Herrje, das dauert ja auch noch ewig. Dann lohnt es sich auf jeden Fall erstmal Haus 2 zu bauen. Also für uns jetzt, damit wir dann, wenn wir die Wilburger mal überzeugt bekommen, hier auch mal in ein schönes Haus einziehen können. Muss jetzt nicht das schönste Haus am Platze sein, aber es sollte doch schon ein bisschen was hermachen, denn die Wilburger ist ja ein bisschen Lebensstandard gewöhnt. Den wollen wir ja auch bieten. So, die schmeißen wir erstmal kurz raus. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen hin und her gerissen, denn wir haben sehr viel Stein. Wir könnten also ein schönes Steinhaus bauen und könnten das dann gleich mit Kalk verputzen. Aber bevor wir das überhaupt alles machen können, muss das Alte erstmal weichen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Mitten im Winter. Mitten im Winter ist zwar nicht, aber immerhin. Es dürfte kalt sein. Da können wir uns nachts schön wärmen, indem wir bauen. Nicht wahr? Na. Weg damit. Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Und zack, weg ist das Haus. So, dann heben wir jetzt mal ganz kurz unsere Lämmchenstämmchen. Und dann gucken wir mal, ob wir unser Haus hier oben so... Oh, guckt euch das an. Ist das schön. Es passt, so wie es sollte. So, bisschen nördlich gedreht. Wo ist meine Badewanne? Da ist meine Badewanne. Da wollen wir natürlich wieder schön in der Nähe stehen. Und ich glaube, hier mit der Vertiefung hat das auch ganz gut gepasst. Wenn ich jetzt da überlege, da ist die Tür, dann war da der Eingang geplant. Das müsste eigentlich ganz gut hinkommen mit dem Weg unten. Wollen wir das einfach mal so hinsetzen? Komm, wir setzen das einfach mal so hin. Und dann gucken wir einfach mal von der Treppe aus. Ach, guck doch, das passt doch. Super. Führt genau runter zur Taverne. So muss das sein. Direkt zur Taverne durchgehen können. Das muss man. So, jetzt ist die Frage, was bauen wir denn überhaupt? Also ich tendiere jetzt tatsächlich zum Stein. Vielleicht, dass wir dann doch mal das erste Haus am Platze sind mit einer kompletten Steinfassade sozusagen. Ich mache aber zwei Fenster nach draußen, also nach vorne draußen. Und da würde ich sogar hinten raus nur... Oder mache ich da auch zwei? Nö, ich lasse auch zwei. Obwohl, sieht man denn aus dem Fensterchen nachher auch schön auf die Felder? Naja, die Felder kann man sowieso nicht sehen durch den Hügel.
Da ist der Hügel ja davor. Aber sonst doch, das geht schon. Dann machen wir das so. So, weiter geht's. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir. So, Steinwand, den Giebel nicht vergessen. Das mache ich zu gerne. Dann machen wir auch eine Steinwand. Und hier noch ein Fensterchen. So. Und nochmal zwei Wände und ein Giebel. Ups, dann lass mich doch mal hier ran. Zack. Und zack. Und ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Genau. So, jetzt Dächer. Dächer ist jetzt wieder so eine Sache. Ich mag ja die Strohdächer eigentlich total. Aber ich nehme erstmal das hölzerne Dach. Das normale hölzerne Dach. Da braucht man nicht ganz so viele Bretter für. Das sieht auch schon ziemlich gut aus. Bin ja mal gespannt, ob irgendwann noch Schindeldächer dazu kommen. Also nicht Holzschindeln, sondern so aus Steinschindeln halt. Vielleicht gebrannt oder so. Vielleicht kommt sowas ja nochmal. Gebrannte Tonschindeln. Das wäre doch auch was. So, dann können wir schon mal anfangen zu bauen. Das ist ja gut. Zieht ja wieder durch. Da geht es wieder los mit dem Schnellgeklopfer. Kommt schon wieder nicht hinterher. So. Und da noch eins. Dann fehlen uns noch eins, zwei, drei. Und dann fürs Dach. Achso, die Giebel natürlich auch. Vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 11 Rundhölzer. Die können wir uns aber jetzt nicht rausnehmen aus dem Lager, denn ich denke mal, wir werden das für Brennholz brauchen, was im Lager ist. Das heißt, wir werden selbst Holz fällen müssen. Habe ich das vorher gar nicht angemacht und schon wieder ausgegangen. So, das lassen wir jetzt auch mal runterbrennen und dann bauen wir dann nachher mal das gemütliche Steinlagerfeuer hin. Später. So, gucken wir mal nach. 140 mal Brennholz. Die sind ganz schön am Reinklotzen hier. Nee, wir lassen die Rundhölzer hier. Also die brauchen wir definitiv noch fürs Brennholz in dieser Jahreszeit. Wir haben noch einen Wintertag vor uns. Da wollen wir natürlich kein Risiko eingehen. Was ist das hier eigentlich? Das ist ja wohl der fetteste Ahornbaum, den ich je gesehen habe. Der ist doch fetter als die anderen, oder? Bilde ich mir das nur ein? Oje, unsere Kupferachse ist bald durch. Aber wir haben ja wieder Kupfer im Lager, also ist das nicht das Problem. Können wir uns eine neue herstellen. Und die Eichfälle jetzt mit Absicht hier unten. Weil wir ja wissen, dass sie jetzt nachwachsen, wenn wir die Stiele stehen lassen. Die Stümpfe. Das ist richtig. Gott, war das ein dickes Rundholz. Das muss doch doppelt so viel wiegen wie die anderen Rundhölzer. So. Ich fäll gleich ein paar mehr, weil ich brauche ja sowieso für die Dachschindeln auch noch runde Hölzer. Und hier unten stört es mich momentan nicht so sehr, weil ich eh noch nicht weiß, wo ich hier noch eventuell was hinbaue. Ich muss ja auch noch das Lager dann ausbauen. Das werde ich nicht auf den, kann ich ja nicht auf den Ton bauen. Auf den, ja. Das heißt, da muss ich mir erstmal was überlegen, ob ich eventuell noch ein Zwischenlager irgendwo hinbaue. Davon gehe ich mal fast aus, dass ich das machen werde. Das hat man ja immer gemacht, bevor es Pferde und so gab. Im Spiel hat man ja immer so ein Zwischenlager irgendwo hingestellt, in der Nähe von Dörfern, meistens in der Nähe von Borovo und Gostovia, und hat dann von dort aus verkauft. Es hat immer sehr viel Zeit gespart. So, vielleicht mache ich das trotzdem, auch wenn es Pferde gibt. Das ist nämlich ganz niedlich, wenn man dann so an der Brücke zum Beispiel sich so ein kleines Lager einbaut, dann ein paar Laternen davor setzt. Das hat schon was, so als Außenposten des Dorfes. Da müssen wir unsere Werkstatt noch umstellen. Steht jetzt ja hier ein bisschen bescheiden, so versetzt nach hinten. Und ich glaube, hier können wir dann einen schönen Stall dahinter setzen. So von hinten ran. Irgendwie, ich weiß noch nicht welchen. Ich nehme an den Gänsestall, weil ich würde den Schweinestall eher nach außen setzen wollen. So ein bisschen. Und den Rinderstall sowieso. Aber das sehen wir dann alles. So weit sind wir noch nicht. Noch nicht ganz. Wir kommen gut voran, da kann man nichts sagen.
bin ich zumindest der Meinung. Das kann man natürlich halten, wie man will. Das Hämmerchen hält noch einigermaßen durch. So, da musst du noch, da musst du noch. Da, den Rest müssen wir von draußen machen. Zack, zack. Und ja, ich habe euch jetzt mit Absicht mal mit dabei. Damit ihr hier alle Entstehungsprozesse auch mal richtig mit erleben könnt. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht wollt. Aber Schicksal. Aber ich gehe mal davon aus, dass euch das schon gefällt. Denn ihr seid ja immerhin von Anfang an mit dabei. Und seht, wie Arriva langsam wächst. So, dann wollen wir mal sehen. Ich habe natürlich jetzt überhaupt nicht geguckt. Ich glaube, es waren es sechs? Ich glaube sechs, ne? Sechs Bretter pro Dach. 6x6 sind 36. Wenn mich nicht alles täuscht und mein Lehrer mich nicht belogen hat. Man weiß ja nie. So, da hätten wir schon mal 18. Und ja, das lasse ich euch jetzt auch miterleben. Dann wisst ihr mal, wie langweilig das sein kann teilweise. Was ich hier nebenbei so alles machen muss. Aber ihr habt ja noch einen großen Vorteil. Ihr habt mich. Ihr werdet unterhalten. Ich habe hier keinen, der mich unterhält. Oh, ich höre euch schon richtig weinen. Finde ich nett. Danke. So, dann werden wir noch ein paar Bäumchen fällen, damit wir die 36 Brettchen zusammenbekommen. So, 18 haben wir. Das ist doch schön. Dann wollen wir doch mal sehen, wie lange die Kupferachse noch mitmacht. Vielleicht reicht es ja noch. Lass mich kurz mal... Was ist das? So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal genau 18 Stück. Das heißt, wir brauchen 9 Bäume, also 9 mal Rundhölzer. Hier hätten wir 4, dann machen wir 5, 6, 7, 8. Oder haben wir noch einen Ahorn? Da ist noch ein Ahorn, da ist auch noch ein Ahorn. Wobei, hier stehen auch welche. Ich muss immer erst gucken. Man sieht es ja im Winter relativ gut, wenn der nicht gleich umfällt. Weil die ja dann den Schnee nicht mehr haben. Das ist ja dann eine andere Textur. Also die schneelose Textur. Das erkennt man ja ganz gut. So, da haben wir dann 4. Wow, dass mir das immer auf den Kopf fallen will. So, das wären 8. Na, er will wieder nicht umfallen. Er will lieber wieder auf den Kopf fallen. So, da haben wir auf jeden Fall genug Brettchen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben sogar Brettchen im Lager, aber den Eigenbedarf stellen wir noch selbst her. Da sind wir ja nicht so. Die Reste können wir dann einräumen. Außerdem kann ich mich so auch mal verzählen, ohne gleich Panik zu haben, dass ich nochmal rennen muss. Ja, seht ihr, dann nutzen wir die Winternacht doch gleich nochmal, um ein schönes neues Haus zu bauen. In der Hoffnung, dass die Wilboga uns endlich zum Manne nimmt. Und wir viele kleine Rasimirs und Wilbogas in die Welt setzen, um die Dynastie am Leben zu halten. Und um Spaß zu haben natürlich auch. So, das waren die Brettchen. 42, da haben wir natürlich ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Was wir haben, haben wir. Dann werden wir die mal dran setzen und dann holen wir uns die Steinchen, die wir brauchen. Und die haben wir definitiv im Lager. Denn das sind ziemlich viele gewesen. Jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ich war es nicht, das weiß ich. Aber wir haben noch gar keinen mehr im Schuppen drin eigentlich. Im Grabungsschuppen. Der ist doch momentan als Holzfäller unterwegs. Sehe ich gar nicht. Ich glaube auch, das Hämmerchen wird nicht mehr ausreichen. Wobei, ich hatte ja jetzt geskillt, dass die nicht mehr ganz so schnell kaputt gehen.
immerhin schon ein Skillpunkt drin. Das ist natürlich für die Eisensachen viel wichtiger und interessanter, weil dann hält so ein Hammer auch schon mal so 4-5 Häuser lang. Aber es macht sich hier auch schon bezahlt, bei dem Holzhämmerchen. Da geht aber ab, meine Güte. Schnell, schnell, ausnutzen. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Deck. Ups. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es übertrieben. So, das waren sie. Wunderschön. Findet ihr nicht? Ist doch wunderschön. So, brauchen wir Steine. Jede Menge. Das ist jetzt überall 6. Dann sind sie wieder überall 6. Okay. Hier sogar 8. Alles klar. Und da aber nur 4. Na toll. Macht das Zählen ja gleich viel einfacher. So, jetzt hier bringen die restlichen Bretter weg. Dann gucken wir mal, wie viele Steinchen wir ins Bett kriegen. Das wird schon passen. Ups. Ich finde es immer noch schade, dass man keine Treppen hat. Das wäre cool, wenn man so eigene Treppen noch ansetzen könnte an die Gebäude. Dass man sich nicht immer das Genick halt bricht, wenn man mal runterhopst irgendwo. 65 Stöckchen schon wieder. 6 Bretter haben wir übrig, sehr schön. Brennholz haben sie noch 114. Das könnte sogar noch reichen für den einen Wintertag. Danach wird es dann eng. Aber sie bringen ja auch wieder Rundholz rein. Hier seht ihr 256 Steine. Das ist schon eine schöne Nummer. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Warte mal. 28, Quatsch. Also 40 Kilo können wir gut mitnehmen, ohne weiteres. So. Wir können auch 50 Kilo mitnehmen, sogar 60, wenn mich nicht alles täuscht. Tragen können wir die alle male. Und sind sogar noch relativ fix unterwegs. Dann werden wir ja sehen, ob... Moment. Das Hämmerchen war zwar gut, aber so lange wird es nicht mehr halten. Also nehmen wir uns mal gleich noch einen mit. Schon dabei sind. So. Das sollte dann eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Um die Wände fertig zu kriegen. Und dann haben wir unser Steinhaus auch fertig. Mit einem schönen Holzdach. Wenn das nicht beeindruckend für die Wilburger ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann nehme ich mir doch die Bertha. Wenn sie nicht schon vergeben ist. Sie wohnt ja jetzt schon eine Weile. Mit einem Manne zusammen. Dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt habe. Hier ist mein Schreck, wenn das so knallt. Und so der Wand fertig ist. Da ist der Hammer durch, der erste. Jetzt aber zackig hier, komm. Das geht aber dann noch ab. Meine Güte. Bisschen Ausdauerring. Komm. Schlafen wir noch? Jawohl. Wenn ich das noch einmal höher mache, dann dreht er ja völlig frei, wenn ich hier baue. Ist natürlich die Frage, ob der Ausdauerverbrauch, ich kann das nicht so richtig beurteilen, ob der Ausdauerverbrauch dann auch geringer ist. Oh, ich habe keine Steine mehr bei. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Wie viel brauchen wir denn noch? Jetzt können wir die richtigen weg mitnehmen. 8, 12, dann waren da noch mal 4, oder? Jo, also 16. Schön. Entschuldigt bitte. Aber ihr wisst ja, es ist Winter, wir sind alle etwas erkältet. Das trifft uns hier in Ariba genauso wie anderswo. Deswegen ist es auch gar nicht immer so gut im Winter so zu rennen, ja? Ihr merkt das schon. Das macht ihn ganz schön fertig. Den guten Rasimir. 12 mal Kalkstein. Ich glaube, da werden wir mal Kalkstein abbauen gehen. Was habe ich jetzt gesagt? 16? 8, 12. Ich glaube 16 waren es, ne? Gedächtnisvisib. Ah du, Kopfvisib, musst du aufschreiben. Mache ich aber nicht. Vergesse ich nämlich, wo ich den Zettel hingepackt habe. Bringt mir jetzt auch nichts. Aber gleich sind wir fertig. Also zumindest mit dem Teil. Ich will natürlich dann auch Kalk noch draufknallen. Bei Kalkstein abbauen, das ist auch schon wieder so eine Sache.
Also richtige Kalksteine gibt es, glaube ich, gar nicht. Also so Vorkommen. Den kriegst du, glaube ich, nebenbei, wenn du Steine abbaust. Und das war, glaube ich, nicht wirklich viel. Aber wir haben ja dann erstmal ein Steinhäuschen, also ist jetzt ja nicht so schlecht. So, da ist es fertig. Jawohl. Wir haben unser Steinhaus fertig. Da steht unser Kessel. Ich weiß, das Fenster ist jetzt hier natürlich mit dem Kessel. Aber finde ich gar nicht so schlecht, weil dann kann der Essensgeruch vom Kochen auch gleich mit abziehen. So ein bisschen. Ach, ist das schön. Die Berglandschaft da hinten im Hintergrund, ja. Und dann hier vorne unser Dorf. Ach, das ist so herrlich. So, und hier können wir dann später wieder auf die Mine gucken. An jedem Bett ein Fenster. Das finde ich gut. Aber die Truhen werden immer noch nicht größer. Schade eigentlich. Ich hätte mir das erhofft. Aber gut. Man kann halt nicht alles haben. So, jetzt werden wir mal einen Happen essen. Das haben wir uns verdient nach der anstrengenden Arbeit. Dann gehen wir gleich noch was trinken. Auch das ein Muss, damit wir nicht verduschen. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich die nächste Nacht auch nochmal damit zubringe, Steinmesser herzustellen. Das wär's doch. Schön Steinmesser. Dann müsste ich aber hier den Stein ab und dann kriege ich mir auch gleich noch Kalkstein mit raus. Ich glaube, das wäre sinniger. Bei Kupfer ist natürlich nicht schlecht, wenn man es hat, aber Moment. Mal gucken, wie sich das hier aufteilt, ob ich hier überhaupt Kalkstein rausbekomme. Ich war immer der Meinung, das wäre so, wenn man den zusätzlich bekommt, wenn man Stein abbaut. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre. Denn im Moment sieht es nicht so aus. Aha, doch. Scheint wirklich so zu sein. Jetzt muss man natürlich ein bisschen mehr Stein finden. Aber wir hatten ja hier an den Feldern so viel. Ist das auch Stein? Jawohl, ist auch Stein. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es richtige Kalksteinvorkommen vielleicht sogar gibt. Im Moment sieht es aber nicht so aus. Aber die Skillpunkte brauchen wir ohnehin. Also von daher, so kriegen wir gleich den Stein für die Messer zusammen. Das passt doch alles ganz gut. Na, wo ist es denn? Da. Und gleich daneben nochmal. Schön. Und diese Eisenspitzhacke, die hält auch wirklich lange durch. Ne? Also, das muss man mal sagen. Ach, ich finde das auch ganz gut, wenn wir mal so eine Folge komplett zusammen sind, ohne irgendwelche Pausen. Dann haben wir alle mal richtig gearbeitet. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie viel Kalkstein man pro Wand braucht. Na, ist das auch Stein? Ja, natürlich. Zu viel. Habe ich noch Stöckchen bei? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber neunmal Kackstein immerhin. Ich weiß gar nicht, wie viele Stöcke ich im Lager habe. Komm, einmal Kalkstein will ich noch haben. Woher gehe ich nicht nach Hause? Gottes Willen, der hämmert aber auch drauf. Na also. So, dann haben wir hier noch jede Menge Steine, den können wir abbauen. Und da drüben. Weiß auch nicht, ich hatte ja hier oben, weil ich geschaut hatte wegen dem Feld, ob man das dann drüber bauen kann, hatte ich ja den Stein mal weggenommen. Welcher war denn das? Der hier, ne? Der stockt nicht, der Stein. Aha, sehr schön. Das ist dann also wirklich in jeder Jahreszeit gleich wieder neu. Kann man also neu abbauen, das ist natürlich schön. So, aufwerten. Fangen wir mal langsam an. Nehmen wir mal erstmal die Giebel. Ich glaube, 6-mal braucht man nicht. Bisschen was ist hier unten, aber nicht viel. Ja, 6-mal. Das sieht natürlich nachher dann auch schon nach was aus, ja. So ein gekalktes Haus. Wie das ist es denn? 5.50 Uhr. Ich glaube, unsere Leute kommen gleich wieder aus dem Hütchen. Ach doch,
das ist schon, das macht schon Spaß. Ich hoffe, die sind nicht sauer, wenn ich mir das erste Kalkhaus baue. Und da könnten wir eigentlich auch mal den Weg wieder nach oben ziehen. Da soll ja nichts draufstehen. So. Haben wir denn eigentlich Stöckchen hier oder nicht? Wir haben Stöckchen. Jede Menge. Das ist schön. Und ja, 12 mal Kalkstein. Schön, den nehmen wir gleich mit. So. Ich packe die Steinchen jetzt aber erstmal rein. Weil ich werde diesmal die Messerchen bauen im Offscreen. Da muss ich also nicht in die Pause schicken. Da holen wir lieber noch ein bisschen Kalkstein. Hatte ich nicht gerade eben noch gesagt, wir könnten mal den Weg nach oben wieder bauen. Können wir das da auch mal machen? Guck mal, das müsste eigentlich wieder fast perfekt passen. Fast. Nicht hundertprozentig, aber das muss es ja auch nicht. Wobei die Mitte der Kneipe ist ja eigentlich hier, ne? So, gucken wir doch mal. Machen wir die Mitte der Kneipe mal hier. Machen wir hier den Weg. Und dann machen wir ja später so einen Weg, der rumführt. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Gucken wir mal. Dass wir hier so mittig durchkommen. Das wird nicht ganz hinhauen. Ihr seht schon. Weil ich müsste ja dann eigentlich mehr hier rüber. Wenn ich gerade zu mir kommen will. Aber ich glaube, das ist mir lieber. Guck mal. Also wenn das nicht hinhaut, dann weiß ich aber auch nicht. Könnte. Will ich das? Will ich das direkt bis zu mir an die Haustür so ransetzen? Das könnte man schon machen, ne? Wegnehmen kann man immer noch. Ach, guck doch mal, das sieht doch nach was aus. Ich finde das schön. Wenn da nachher später noch die Straßenlampen dran sind, meine Güte, das wird ja richtig cool aussehen. So, weiter geht's. Kalk an die Wand. Da noch zwei. Können wir eine Wand schon mal komplett machen, das ist doch schön. Zack. Ne, wir machen erst vorne dann. Wenn, dann sollen sie es auch alle sehen. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Stein holen. Also Kalkstein, ich hoffe ja. Macht dann unsere Spitzhacke eigentlich. Ja, die Eisenspitzhacke hält wirklich lange. Insbesondere dann, wenn man den Skill halt noch hat. Dass sie weniger verbraucht oder weniger Schaden nimmt. Jawohl, so wollen wir das sehen. Wenigstens einmal Kalkstein bei ihm abbauen. Das wäre schön. Auch eine ganze Menge Stein hier in der Ecke, ne? Ist mir gar nicht so richtig aufgefallen vorher. Wow, da waren sogar zweimal Kalkstein drin. Jetzt bin ich aber begeistert. Du gehörst damit zu. Du bist Stein. Mhm. Schön, schön. Ich weiß ja nicht, ob das was mit dem Skill zu tun hat. Jetzt relativ häufig zweimal, ne? Hm. Schön. Finde ich gut. Wenn das so weitergeht, dann haben wir das Haus gleich fertig. Bist du einzeln? Nee. Hier ist ja noch jede Menge. Na, nicht daneben hauen. Wie, jetzt keine Puste mehr, oder was? Ah, 17... Hätte ich vielleicht doch mal gucken sollen, wie viel wir eigentlich brauchen. 19. Komm, machen wir die 20 mal voll, wenn wir es schaffen. Da war klar. Das war so klar. Aber alles kein Problem. Wir haben hier noch Stein zur Auswahl. Wir kriegen unsere 20 schon voll. Nein, ist es denn? Jetzt will er mich foppen. Hätte ich nicht sagen dürfen. Na also. Ach, jetzt macht er 21. Ihr Verderber. Da
dafür laufen wir jetzt auch wie eine runde Schildkröte. Toll. Ach, es ist so herrlich, oder? Jetzt mal ernsthaft. Die Bäume so schön, die Wipfel sich bewegen mit unter der Last des Schnees. Und dann diese süßen kleinen Schneeflocken. Und unsere Feldarbeiter sind auch wieder unterwegs. Okay. Ach, du machst hier unten weiter und er macht da drüben weiter. Okay. So schön. Arbeitsteilung ist immer was Tolles. Los, komm schon. So, ich schmeiß die Steine jetzt hier mal kurz aufs Feld. Wir holen die gleich wieder ab. Soll ich die ganze Zeit tragen. So. Nicht runterrollen. Nein, die liegen da auf unserem Feldweg. Sehr schön. Ach, das auch noch mal alles einzäunen, das wird auch noch mal eine ganz schöne Ecke Arbeit. Aber das macht ja auch Spaß, wenn es dann so entsteht. Ah, unsere Front kriegen wir auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Ja, da fehlt uns gar nicht mehr so viel. Hier 5, 11, dann jeweils 6, oder? 29 fehlen uns noch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das überhaupt aussieht. Ich habe ja Barungsschuppen, keinen Arbeiter momentan drin. Ich habe aber auch keinen übrig, oder? Den ich jetzt da mal hinsetzen könnte. Einen Feldarbeiter vielleicht? Alle keinen vernünftigen Abbauskill, außer der Nirod. Das würde also nicht wirklich viel bringen. Dann bringt es mehr, wenn wir selbst den Kalkstein sammeln. Bringen noch eben den Stein vom Feldweg nach unten und dann gehen wir nochmal los und machen nochmal eine Kalksteintour. Jetzt geht's aber ab hier. So stürmisch ist es doch gar nicht. Ach, natürlich, wir müssen natürlich noch unserer Dame die Aufwartung heute machen. Ich glaube ja, wir müssen sie einfach noch so lange nerven, bis sie die Schnauze voll hat und sagt, ja komm, dann mach endlich, lass uns heiraten. Nicht, Wulboga? Du bist so eine von der Sorte, ich glaube das. So, ich möchte dir etwas sagen. Ach komm. Ja, wow, das hat gesessen. Aber immer noch 0% Chance. Das mit dem tollen Kleid oder auch leistungsstark? Nee, also ich weiß nicht, ich möchte nicht zu einer Frau sagen, dass sie aussieht wie ein Wildschwein. Da kriege ich aber minus 5. Die will das hören. Die will hören, dass sie aussieht wie ein Wildschwein. Wilboga. Okay, das könnte sich aus dem Namen schon ergeben. Vielleicht kann ich ihr dann später auch, wenn wir dann verheiratet sind, immer mein kleines Wildschwein hinterherrufen oder so. Was gibt zu essen, mein kleines Wildschwein? Hals, Maul, geh arbeiten, wird sie dann wahrscheinlich rufen. So. Unsere Eisenspitzhacke ist ja noch. Oh, die hat doch noch mehr als die Hälfte. Das ist ja toll. Gehen wir wieder an den Fluss. Schlaub, ne? Da haben wir doch noch mehr Stein. Wenn wir ihn denn treffen. Ein bisschen enttäuschend. Naja, also. Gleich wieder rausgeholt. Ach, das ist einmal Stein hier. Das ist diese ganze Platte. Okay. Oh hier, ach, guckt euch das an. Das ist ja noch alles voll. Meine Güte. Ein Stückchen trinken nebenbei. So, weiter geht's. Nein, da ist schon, leer. Das gehörte dazu. Da ist neuer. Den müssen wir aber jetzt mal treffen.
Balapapa. Da geht's weiter. Also ihr seht schon, hier die Ecke ist wirklich nicht schlecht, ja. Ressourcentechnisch zumindest. Wobei, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da oben in den Bergen, das hätte schon auch was da an dem See. Da gibt es mit Sicherheit auch alles, was man sich wünscht. Da geht's weiter. Achtmal Kalkstein haben wir bis jetzt wieder. Das ist besser als nichts. Ist eigentlich auch gar nicht so wenig, wenn man es mal genau nimmt. Wir sind jetzt einen halben Tag damit beschäftigt. Das ist zwar schon ein bisschen Zeit, die dafür drauf geht, aber es bringt ja auch viel. Hoffe ich zumindest mal. Den Stein will ich nicht. Ich will Kalkstein. So. Die Arbeit werden wir uns aber für die anderen Häuser auf jeden Fall nicht machen. Also die kriegen zwar auch Kalkstein, aber dann erst, wenn wir den wirklich abbauen lassen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand für ein Haus. Zumal sie ja mit den Häusern, die wir jetzt gebaut haben, soweit auch ganz gut klarkommen, so wie es aussieht. Ich würde halt die Holzhäuser noch ganz gerne komplett auskleiden. Mit Lehmbewurf. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Denn da würde ich auch ganz gerne warten, bis wir den in der Scheune dann von unseren Scheunenmitarbeitern herstellen können. Lassen können. So rum. Ich glaube, ich schmeiße jetzt tatsächlich mal Steine kurz ins Bächlein, denn davon haben wir erstmal genug. Können wir dann auch mal wiederholen, wenn wir sie dann wieder finden. So. Geht das hier auch wieder ein bisschen zügiger voran. Jawohl. Einen kleinen Moment warten, bis wir wieder ein bisschen Puste haben. So. Jetzt, das war ja so, das war so klar. Freut man sich einmal, dass es so einen richtigen schönen, dass es so richtig schön vorwärts geht. Ah ja. Ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Mach einfach weiter so wie bisher. So ist das schön. 50 und. Ah, so ist schön. Jetzt müssen wir langsam wieder steinlos werden gleich. Wie mal wieder zwei. Schön. Ich stehe die ganze Zeit im Fluss und bin trotzdem schmutzig. Wie finde ich denn das? So, wird Zeit, dass wir welche wegschmeißen. Die sammeln wir dann nachher alle ein, wenn wir den Esel haben. Ich glaube 38 hatte ich gesagt, oder? 36 oder 38, irgendwie so. Haben wir gleich geschafft. Ist das Stein? Nö. War auch nicht, aber da. 35. Hm, kommt schon. Nicht ärgern. Siehst du? Geht doch. Luft holen. Ach, der ist erschöpft. Okay, den wollen wir nicht. Aber den hier. Na also.
Ich glaube, es waren 38, bin mir nicht sicher. So, die anderen Steine packen wir nochmal weg. Damit wir einigermaßen zügig nach Hause kommen. Denn wir wollen ja hier auch nicht die ganze Zeit stinkend rumlaufen. Nicht, dass unser Jäger keine Beute mehr kriegt, weil wir die Tiere alle verjagen. Muss ja auch nicht sein. Ach, so ein Winterdorf ist einfach was Feines. Und unser Hühnchen. Na, wie geht's dir, Henne? Kann man dich eigentlich umbenennen? Das wär's doch. Das fände ich schön. Wenn man das könnte. So. Was haben wir denn da noch? Den Giebel. Da war noch ein bisschen was. So. Nee, das reicht nicht. Aber es reicht. Ich habe mich sogar verzählt. Oder ich habe die falsche Menge im Kopf gehabt, sagen wir es mal so. Ha, Hammer kaputt, Haus fertig. Auch schön. So, dann waschen wir uns jetzt erstmal. Wow, wir sind aber richtig dreckig. Kleiner Bergmann. So, habe ich jetzt eigentlich noch einen Hammer? Nee, ne? Bin mir nämlich gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, ne? Wir waren fertig. Naja. Ja, ein komplettes Kalksteinhaus. Ist das schön, oder? Mit Badewanne. Im Schnee. Das ist ein Screenshot wert. Moment. Wir suchen uns mal die schönste Position. Auch guckt euch das mal an. Schön sich das auch reinpasst, so in die Winterlandschaft. Aber wir müssen ein bisschen dichter ran. Die Screenshots sind ja immer so... Also die Thumbnails sind ja immer so klein eigentlich gehalten. Deswegen müssen wir da ein bisschen dichter rangehen. Jawohl. Das ist herrlich. Wunderschön. Und von der Schneelandschaft aus dem Fenster heraus vielleicht nochmal eins. Das hat doch auch was. Na. Moment. Wir haben unser neues Steinhaus noch gar nicht richtig eingeweiht. Jetzt aber. Ach, ist das schön. Herrlich, oder? So, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir haben ein komplettes Steinhaus fertig gebaut mit Bekalkung und einem schönen Schindeldach. Wenn uns jetzt es nicht gelingen sollte. Wir haben ja schon, diesen Tag haben wir ja schon, ne? Bilboga, wir hatten dich schon heute begrüßt, oder? Ja, haben wir schon gemacht. Okay, dann sind wir durch. Mehr können wir heute nicht tun. Wir können mal kurz gucken nach den beiden Bauern, was die so treiben. Wenn sie denn noch was treiben. Das Feld ist fertig. Sehr schön. Und hier, guckt euch das an. Ist das herrlich. Aber es fehlt noch eins oder etwas. Ja, hier, das fehlt noch. Das sind, glaube ich, sogar zwei, ne? Hier ist ja der Weg, genau. Und hier müsste dann auch nochmal Feld sein. Oh, da fehlt aber noch einiges an Dünger. Ich denke mal, es wird auch drinstehen, dass Dünger fehlt. Ja, benötigt Dünger. Das steht schon. Das ist auch so eine Sache. Denn sie bauen die Möhren nicht an, weil kein Dünger da ist. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Deswegen... Ach nee, gar kein Möhrensamen da. Ja, keine Karottensamen. Entweder haben sie die im Beck. Das müssen wir noch mal kurz gucken. Auf den Feldern. Ob die Karotinen gepflanzt sind. Ach, die sind gepflanzt. Okay. Dann weiß ich jetzt nicht, welches Feld das ist. Bei der Felderwirtschaft hier ist das auch kein Wunder. Das ist der Weizen, das weiß ich. Aber wo sind die Karotten gelandet? Sind das die Karotten? Nee, das ist der Roggen, ne? Ja. Habe ich irgendwo Saat übersehen? Ach, hier. Aha, hier sind die Karotten drin. Alles klar. Na dann, wunderbar. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal die ganze Folge mit mir zusammen unterwegs zu sein. In Zukunft wird es natürlich dann auch wieder mal Pausen für euch geben, wenn ich langweiligere Sachen mache. Aber jetzt wisst ihr mal, wie anstrengend das teilweise auch sein kann, wenn man so ein ganzes Haus zum Beispiel baut.
wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen könnt. Über Kommentare freue ich mich immer sehr. Wir uns beide. Das Zicklein liest sich die natürlich auch durch. Und ansonsten ein Like, immer gern gesehen. Und wenn ihr es ganz toll gefunden habt, dann wäre natürlich ein Abo auch eine ganz feine Sache. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es zum Ende des Winters geht. Und wir nochmal gucken, was wir so alles anstellen können. Bis dahin, ciao.